Ich selbst kenne Menschen, die am Ende des Monats immer wieder schauen müssen, wie sie irgendwie noch ein paar Spaghetti und Tomatensoße organisiert bekommen. Denen jetzt zu sagen, ja, hey, es sind jetzt keine 9 Euro oder 29 Euro, schaffst du schon, finde ich ein bisschen respektlos. Herzlich willkommen bei 13 Fragen. Wir starten direkt mit der Konfliktfrage. Sollte der öffentliche Nahverkehr kostenlos für uns sein? Wenn ihr sagt, ja, beste Idee, dann geht ihr jetzt aufs grüne Feld. Und wenn ihr sagt, nein, auf gar keinen Fall, dann geht ihr jetzt aufs gelbe Feld. Ihr könnt euch jetzt gerne positionieren. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass der ÖPNV jemals so doll abgefeiert wurde wie in den letzten knapp 3 Monaten. Klar, schuld daran ist natürlich das 9-Euro-Ticket. Alleine im ersten Monat wurden 21 Millionen Sondertickets verkauft. Und die ersten Analysen, die zeigen auch, es gab deutlich weniger SchwarzfahrerInnen. Wahrscheinlich auch, weil sich viel mehr Menschen das Ticket diesmal leisten konnten. Aber eben auch weniger Staus in den Großstädten, auch wenn es die dann eben teilweise wieder in den Bahnen und in den Bussen gab. Aber in ein paar Tagen soll eh Schluss sein mit all dem. Das 9-Euro-Ticket war schließlich nur eine temporäre Maßnahme des sogenannten Energieentlastungspakets der Bundesregierung. Aber was heißt das jetzt? Zurück zum alten Trott, zu den alten Preisen, zu den Autos. Warum denn nicht 9-Euro-Ticket für immer? Oder eben komplett kostenlos? Spätestens bei der Frage sind sich meine Gäste sehr uneinig. Aber das muss nicht bedeuten, dass wir hier keinen Kompromiss finden, der zumindest ein erster Schritt in Richtung sozial gerechter und klimafreundlicher Verkehrswende sein kann. Wir sind hier immerhin bei 13 Fragen. Jetzt erstmal die Frage an euch, auf welcher Seite des Feldes würdet ihr stehen? Grün für kostenloser ÖPNV oder gelb für komplett falscher Weg? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann heißt es für euch ab jetzt, wenn ihr in dieser Diskussion einer Person in einem Argument zustimmt, dann könnt ihr das gerne mit eurem ganzen Körper mit einer Bewegung deutlich machen. Wenn euch etwas total aufregt, was eine andere Person sagt oder ihr einfach nicht zustimmt und das gerne deutlich machen wollt, dann geht ihr einen Schritt zurück. Dann wünsche ich uns jetzt eine gute Diskussion. Fabian, ich möchte gerne mit dir anfangen. Was hat das 9-Euro-Ticket bei dir persönlich bewirkt? Wie hat sich das auf die Art, wie du den ÖPNV benutzt, ausgewirkt? Ich persönlich habe mich sehr über das 9-Euro-Ticket gefreut. Ich glaube, ich persönlich profitiere aber jetzt gar nicht mal so enorm davon, wie zum Beispiel auch Freunde von mir, die aktuell studieren, die sich nämlich in den letzten Monaten sehr viel nicht mehr leisten konnten, die immer wieder Einsparnisse machen mussten und solche Strecken von 5-6 Kilometer in der Stadt dann doch eher mal zu Fuß gegangen sind oder sich irgendwo noch ein Fahrrad geschnappt haben. Und natürlich auch, das dürfen wir nicht vergessen, wir alle in dem Raum hier sind in vielerlei Hinsicht privilegiert. Viele Menschen, die das nicht sind, konnten zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich den ÖPNV nutzen. Ich bin der Meinung, ÖPNV sollte kein Privileg sein, sondern ein Recht, das jeder Mensch in Deutschland wahrnehmen kann. Und ich finde, gerade das 9-Euro-Ticket übt halt eben auch Druck auf die Politik aus und zeigt ganz deutlich, hey, wir haben Bock auf ÖPNV, bitte baut den aus und bitte macht den günstiger und attraktiver. Heike, dich hat die Einführung des 9-Euro-Tickets nicht so sehr gefreut wie Fabian. Warum denn? Klingt doch jetzt eigentlich alles richtig gut, was er gerade erzählt hat, oder nicht? Naja, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn die Rahmenbedingungen im Vorfeld mit den Unternehmen, die betroffen sind, besprochen worden wären, dann hätten wir heute die Probleme mit dem 9-Euro-Ticket nicht. Wir haben die Kapazitäten nicht weder in Bahnhöfen noch auf der Strecke noch in den Wagenparks der einzelnen Firmen bis hin, dass uns reihenweise Personal fehlt. Meine Erfahrungen und die der Kolleginnen und Kollegen des 9-Euro-Tickets sind nicht besonders positiv. Da geht es um überfüllte Züge, da geht es um verbale Angriffe und tätliche Angriffe bei den Kolleginnen und Kollegen, die am Bahnhof ihren täglichen Dienst ausführen. Gab es denn genug Zeit, sich auf diesen Ansturm, den du gerade angesprochen hast, vorzubereiten? Nein, genau das war nicht der Fall. Also wir sind genauso von dem 9-Euro-Ticket überrascht worden, wie, glaube ich, der normale Bürger. Und das ist natürlich nicht schön. Auch wenn der Bund Eigentümer des Unternehmens Deutsche Bahn AG ist, es gibt genügend private Verkehrsunternehmen, die waren genauso überrascht wie wir. Und man hätte einfach gucken müssen, was müssen wir im Vorfeld machen, damit wir genau so ein Ticket der Bevölkerung anbieten können. Hier wird schon genickt. Nike, was sagst du denn? Hätte man die Branche, tatsächlich die ÖPNV-Branche, besser darauf vorbereiten müssen?
Naja, das Angebot ist relativ kurzfristig gekommen, weil es ja Teil des Entlastungspakets der Bundesregierung war. Viele Leute leiden gerade unter der Inflation, unter den Folgen des Ukraine-Kriegs. Und man musste die Leute kurzfristig entlasten. Und deswegen ist dieses 9-Euro-Ticket sehr schnell gekommen. Natürlich war es auch etwas holprig. Aber alle Menschen haben sich ganz viel Mühe gegeben in den Unternehmen. Und das ist ja auch ein großer Verdienst der ganzen Branche, dass es im Großen und Ganzen gut geklappt hat. Natürlich brauchen wir auch einen Ausbau, besseren ÖPNV, auch gute Arbeitsbedingungen für die Leute, die dort arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass wir das gegeneinander ausspielen müssen. Ich glaube, dass beides geht. Ein gutes Ticket, das günstig ist, vielleicht sogar perspektivisch kostenlosen ÖPNV. Und ein Ausbau des Angebots. Die Leute haben Bock auf Verkehrswende, haben Bock, klimafreundlich mit Bus und Bahn unterwegs zu sein. Ganz Deutschland redet über den ÖPNV, der ist endlich wieder eine Alternative. Und deswegen braucht es unbedingt ein Folgeangebot für das 9-Euro-Ticket. Heike, was sagst du dazu? Das sehe ich nicht so. Ganz deutlich. Denn wir haben ein Grundgesetz, Artikel 87, steht ganz klar drin, der Bund ist zuständig für die Infrastruktur. Dies hat er sträflichst vernachlässigt. Die letzten 2 Jahre geht's tatsächlich, da tut sich ein bisschen was. Aber ich glaube, genau diese Kapazitäten, wo wir benötigen, sei es an Bahnhöfen, sei Strecke, sei es an Zugparks, das dauert Jahre, bis wir so weit sind. Weil wir sind nicht unbedingt die Ersten im Thema Verkehrswende, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir hätten weit vorher anfangen müssen, dann wären wir heute bestimmt sehr viel weiter. Das stimmt, aber wir können ja nicht nur Vergangenheitsbewältigung machen und nur über die Fehler der Vergangenheit reden. Die Klimakrise brennt ja jetzt so und wir müssen jetzt unbedingt mehr machen. Und 30 Millionen Menschen in Deutschland waren ja schon zu den Konditionen des 9-Euro-Tickets unterwegs. Fast 40% der Deutschen. Das zeigt, dass viele Leute auch das aktuelle Angebot annehmen wollen. Welche Erfahrungen habt ihr denn in den letzten Monaten mit dem 9-Euro-Ticket gemacht? Seid ihr tatsächlich mehr Bahn und mehr Bus gefahren? Schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Fabian, du warst gerade so auf einem Fuß. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich muss einen halben Schritt nach vorne machen, weil ich vollkommen zustimme. Wir haben in den letzten, nicht nur 10 Jahren, in den letzten 20, 30 Jahren da massive Fehler gemacht. Wenn ich mir anschaue, dass wir in den letzten 25 Jahren pro Woche, ich glaube, es sind 198 Kilometer Autobahn, also Straßen fertiggestellt haben und irgendwie 1,3 Kilometer Schiene im Vergleich. Da haben wir einfach gepennt. So, und da wollte ich nur zustimmen. Deswegen so ein kleiner Schritt in die Richtung. Michael, du hast den Kopf geschüttet. Ja, ich habe mich deshalb etwas zurückgezogen, weil ich aus den Zahlen, die wir jetzt aus den ersten Erhebungen zum 9-Euro-Ticket haben, eben gerade nicht herauslesen, dass es fürs Klima viel gebracht hat. Wir haben allenfalls 6% Zusatz oder Fahrgäste, die sagen, ich hätte sonst ein anderes Verkehrsmittel genutzt als Busse oder Bahnen. Und von diesen 6% ist nur die Hälfte Autofahrer, also nur 3%. Dagegen haben auf der anderen Seite viele, die jetzt gefahren sind, weshalb auch zusätzliche Busse oder Bahnen fahren mussten, die quasi zusätzlich unterwegs waren, was ja auch schön ist. Aber wenn wir jetzt das Klima anschauen, wenn das Argument, wir haben das gemacht, um dem Klima was Gutes zu tun, da würde ich jetzt nicht zustimmen können. Die Regierung hat jetzt große Erwartungen geweckt. Alle reden davon, dass das jetzt verlängert werden muss. Aber wir müssen sehen, das hat ein Viertel des Budgets, das der Bund im Jahr für den ÖPNV ausgibt, verschluckt. Und wir können den Euro eben nur einmal ausgeben. Und von daher wird es enden müssen, weil der Bund das nicht finanzieren kann. Frank, du bist einen Schritt nach hinten gegangen. Ja, ich glaube, man muss das langfristig sehen. Das 9-Euro-Ticket ist ja jetzt eine kurzfristige Maßnahme. Ich glaube, dass man durch die kurzfristige Maßnahme viele Leute dazu bewogen hat, wieder mal spontan in den Zug oder in die Bahn oder in den Bus zu steigen. Vielleicht für Freizeitaktivitäten, nicht unbedingt, um zur Arbeit zu gehen. Aber wenn das positiv ist und wenn die Leute sagen, es klappt ja mit der Bahn, es klappt ja mit dem Bus, dann kann ich sie langfristig, wenn die Qualität stimmt, natürlich auch für den Alltagsverkehr gewinnen. Was Qualität hat, hat Erfolg. Wir haben einfach 70 Jahre lang investiert in Straßeninfrastruktur. Deshalb dürfen wir uns jetzt nicht wundern, wenn die Leute viel Auto fahren. Wir müssen jetzt genauso viel und mit der genau derselben Durchschlagskraft in den ÖPNV und in den ÖV investieren. Und wenn darüber hinaus noch als quasi als Kirche auf der Torte der ÖV auch noch kostenlos ist, so ist es umso besser. Fabian wohnt in Berlin, hat deswegen gerade schon erzählt, wie toll das sich jetzt in der Großstadt alles angefühlt hat mit dem 9-Euro-Ticket und wie viel freier man sich bewegen konnte, auch wenn man sich das Ticket vielleicht vorher nicht oder nur schwer leisten konnte. Michael, du wohnst eher ländlich. Wie ist es denn da? Haben die Menschen dort auch von dem 9-Euro-Ticket profitieren können?
Ich wohne nicht eher ländlich, ich wohne auf dem Land, auf der Schwäbischen Alb. Da bringt das 9-Euro-Ticket zu 90% nichts. Im städtischen Raum, in Berlin, in Stuttgart, in Reutlingen, egal wo, unterschreibe ich sofort, ist das wirklich eine Erleichterung, auch in der Nutzung. Und wenn wir eben nicht in Verbesserungen im städtischen Raum genauso wie auf dem Land investieren, dann wird es nicht interessanter. Das ist ja nicht das Problem des 9-Euro-Tickets. Es ist das Problem, dass die Fahrpläne auf dem Land zwei Zeilen haben. Genau. Und das ist wieder das Problem der Qualität. So. Und ich verstehe nicht diese Logik Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nur weil das 9-Euro-Ticket nur was den Städter bringt, dürfen wir es nicht einführen. Oder weil der ländliche Raum abgehängt wird. Der ländliche Raum wird nicht abgehängt durch das 9-Euro-Ticket. Nein, das Problem ist, wenn ich direkt darauf antworten darf, das Problem ist, wir geben hier 2,5 Milliarden aus für dieses Ticket. Wenn wir es aus sozialen Gründen machen wollen, alles gut. Ja? Also wenn man sagt, wir wollen die Bürger, die jetzt belastet sind, damit entlasten. Aber wenn wir es machen, um den ÖPNV attraktiver, besser und nach vorne zu bringen, dann kann ich mit 2,5 Milliarden, das ist ein Viertel dessen, was der Bund jedes Jahr für den ÖPNV in Deutschland ausgibt, könnte ich mit 2,5 Milliarden in der Struktur viel, viel mehr bewirken und verbessern. Deshalb sage ich, wenn wir das Geld da angesetzt hätten, hätten wir auch für alle Menschen in der Stadt genauso wie auf dem Land eine Verbesserung hinbringen können. Aber warum muss das immer entweder oder sein? Gerade wenn wir uns das Geld angucken. Wir geben 8 Milliarden an Subventionen jedes Jahr für Dieselkraftstoff aus. Wir finanzieren alle mit unseren Steuergeldern den Bau von neuen Straßen. In Deutschland sollen immer noch hunderte Kilometer neuer Autobahnen entstehen in den nächsten Jahren. Das zahlen alle Steuerzahler. Und zum Vergleich, knapp 80% der Leute in Deutschland leben in Städten. Sehr, sehr viele Menschen nutzen ÖPNV-Angebot. Natürlich gibt es Teile von Deutschland, die sind sehr ländlich. Da wird es sehr schwer sein, gutes ÖPNV-Angebot aufzubauen. Aber wir dürfen doch nicht, weil es diese Regionen gibt, sagen, alle anderen, für euch machen wir kein gutes ÖPNV-Angebot. Und wenn ich mir angucke, wie viel Geld in den Autoverkehr fließt, wie viel wir da subventionieren, dann glaube ich, dass eigentlich für den ÖPNV auch genug Geld da sein sollte. Wir können über das 9-Euro-Ticket tatsächlich auch nur dann diskutieren, wenn wir tatsächlich den gesamten Kontext sehen. Und der heißt natürlich, wir haben in Deutschland immer schon seit Generationen völlig auf das Auto gesetzt. Der ÖPNV ist eine reine Alibi-Veranstaltung. Das heißt, wir subventionieren das Auto dreimal so viel wie den ÖPNV. Das heißt, wir brauchen hier eine ganz andere Symmetrie in der Debatte. Und dann können wir uns überlegen, wenn wir das haben, kann der ÖPNV nur dann attraktiv werden, wenn wir dem Auto die Privilegien nehmen. Der ÖPNV ist eine Dienstleistung, wie übrigens auch Bus und Bahn insgesamt, die ihren Preis haben. Und wir aus der Forschung wissen, die Kunden und Kundinnen sind auch bereit, diesen zu bezahlen. Das heißt, wir können für diese Leistung tatsächlich Geld verlangen. Jetzt ist es natürlich an der Kunst des Gelingens, wie hoch und wie sind die besonderen Konditionen. Frank, Luxemburg ist das erste Land der Welt, das den öffentlichen Nahverkehr komplett kostenlos gemacht hat. Ich war tatsächlich vor kurzem in Luxemburg und man geht einfach zum Bus, steigt ein, steigt aus, wo man will. Und das ist grandios, weil man einfach gar kein Geld bezahlen muss und die Busse auch tatsächlich in sehr hoher Taktung, zumindest da, wo ich war, gefahren sind und alle 4 Minuten neuer Bus kam. Das heißt, ich hatte auch das Gefühl, dass das ÖPNV-System, kann ich mich gleich nochmal korrigieren, dass es sehr gut ausgebaut ist. Was habt ihr denn für Erfahrungen mit diesem Modell in Luxemburg gemacht? Läuft es gut? Also zuerst mal muss man sagen, dass man in Luxemburg 2019 keiner danach geschrien hat, dass die Bahn oder der Bus zu teuer ist. Das war schon sehr billig in Luxemburg. Das heißt, der finanzielle Schritt war sehr klein, zu sagen, es ist kostenlos. Aber wir sind komplett überrascht über den medialen Hype. Luxemburg war in aller Munde. Es ist wirklich so, dass man viele Spontannutzer dazu geführt hat. Es ist auch sicher so, dass es in den Städten besseren Anklang findet als auf dem Land. Langfristig ist es in Luxemburg einfach so, dass es Teil eines Gesamtkonzeptes ist. Und da haben wir vor 15 Jahren ungefähr in Luxemburg das Ruder umgerissen. Wir haben auch, genauso wie in Deutschland, ungefähr 2 Drittel des Investitionsvolumens in die Straße gesteckt und nur 1 Drittel in die Schiene. Und jetzt ist es genau umgedreht. Genau. In Luxemburg hat man 500 Euro pro Kopf Invest pro Jahr in die Schiene. Ich glaube, in Deutschland sind es 80. Heike, warum wäre denn für dich so ein kostenloser Nahverkehr so, wie Frank den gerade in Luxemburg beschrieben hat, in Deutschland undenkbar? Naja, weil das genau das ist, was dort passiert ist wie in Österreich. Die haben erst mal geguckt, dass sie all diese Baustellen und Infrastrukturmängel, die vorhanden sind, erst mal weg sind. Dass die bearbeitet wurden, dass die, ja, ich sag jetzt mal bis hin, dass sie, wenn ich einen Investitionsrückstau habe,
dass dieser erledigt wurde. Dass ich sage, ich kann für den Kunden eine Qualität bieten, dass er von A nach B kommt, ohne dass ich ständig irgendwelche Verspätungen habe, dass ich Zugverausfälle habe oder dass sonst irgendwas. Ich bin ein großer Fan des 365-Euro-Tickets, des Klimatickets in Österreich. Die haben es genau so gemacht, wie wir es eigentlich auch machen sollten. Nämlich genau die Menge im Bau, beim Personal, wo ich sage, ich brauche mehr, bis hin genügend Fahrzeuge und. Um dann dieses Ticket einzuführen, um dann die Qualität bieten zu können. Frank, da bist du aber einen Schritt nach hinten gegangen. Warum? Ja, vielen Dank für die Lorbeeren, aber der Kuchen ist noch längst nicht fertig gebacken in Luxemburg. Das ist klar, aber ihr seid wesentlich weiter. Das ist so wie ein Riesenfrachter, den man umreißt und die Reaktion kommt 20 Jahre später. Und oft hat man 20 Jahre nur Baustellen und frustrierte Kunden. Und das haben wir in Luxemburg auch teilweise noch mit der Schiene. Verspätungen und den ganzen Hauptbahnhof, der umgestaltet wird und noch im Bau ist. Aber trotzdem haben wir den kostenlosen ÖV eingeführt. Ich finde die Diskussion ein bisschen theoretisch zu sagen, zuerst machen wir mal die Infrastruktur und dann machen wir kostenlosen ÖV. Das ist ein theoretisches Konstrukt. Wann ist man denn fertig damit? Zumal wir in Deutschland 50 Jahre nachholen müssten. Um das, was du willst, was alle wollen, müssen wir 50 Jahre Entwicklung nachholen. Wir haben 50 Jahre Schiene und öffentlichen Verkehr natürlich benachteiligt, weil wir was anderes bevorteilen wollten. Deshalb würde ich auch sagen, wir brauchen unbedingt jetzt spektakuläre Ergebnisse. Es muss wieder in alle Munde kommen. Es muss was passieren, damit die Menschen wieder interessiert sind. Denn man darf nicht unterschätzen, in Deutschland haben wir 2/3 der Menschen, die für den Bahn- und Nahverkehr überhaupt nicht mehr adressierbar sind. Die haben sich völlig schon aufs Auto konzentriert. Und da ist alles, was jetzt plötzlich U-Bahnen, Busse, Nahverkehr wieder interessant macht, ist erstmal sehr hilfreich. Warum stehst du dann auf dem gelben Feld? Ich bin gegen einen kostenlosen ÖPNV. Ja. Vielleicht kann ich kurz noch sagen, warum. Weil wir natürlich überall geforscht haben. Luxemburg kann man noch nicht richtig forschen, weil die Bedingungen noch nicht so sind. Und wir haben natürlich in Deutschland und in Österreich dieses schon intensiv beforscht. Und wir haben im Moment noch keine Evidenz, wie wir das in der Wissenschaft sagen, dass tatsächlich ein 0-Euro- oder ein Gratis-Angebot dauerhaft mehr Menschen auf den ÖPNV bringen würde. Also es ist kein Argument, tatsächlich dauerhaft Menschen in Bus und Bahn zu kriegen. Dafür muss man viele andere Dinge tun. Das Radikale an dem 9-Euro-Ticket war ja nicht, dass der Preis so attraktiv war, sondern es galt plötzlich überall. Sonst haben immer alle den Gedanken, ich habe das falsche Ticket. Und das, ein Ticket, ein Preis für alles, das war das Radikale. Und das sollten wir erhalten. Nico, würdest du sagen, dass der Preis beim 9-Euro-Ticket gar nicht so ausschlaggebend war? Doch, der ist ausschlaggebend. Also bei manchen Sachen stimme ich zu, wir müssten ausbauen. Aber ich bin fundamental dagegen, dass wir jetzt erst noch mal jahrelang ausbauen müssen, bevor wir ein attraktives Ticket für alle Menschen einführen, was sich alle leisten können. Weil wir haben keine 50 Jahre Zeit mehr. Die Klimakrise passiert jetzt und wir müssen nach jedem Strohhalm greifen, den wir bekommen können, um im Verkehrssektor eine Einsparung zu erreichen bei den CO2-Emissionen. Und wenn ich mir angucke, dass 30 Millionen Menschen zu den Konditionen dieses 9-Euro-Tickets unterwegs waren, weil es kostet mich ja jetzt nur 9 Euro. Das ist ein toller Anreiz für Leute, die sagen, ich lasse das Auto auch mal stehen. Ich probiere das jetzt aus mit dem ÖPNV. Und vielleicht bleiben die Leute dann auch dauerhaft da. Aber wenn das dann 100 Euro im Monat kostet oder 60 Euro im Monat, ich glaube, dass wir dann nicht solche Verlagerungseffekte haben, dass dann nicht Leute sagen, ich probiere es jetzt aus. Weil zu dem Preis ist es einfach unschlagbar und zieht ganz, ganz viele Leute. Also ich stimme zu, wir dürfen keine 50 Jahre warten. Da bin ich auch ein Stück vor, da sind wir ganz klar beieinander. Das Problem ist, ich bin wieder bei den Rahmenbedingungen. Ich sage, ich brauche zumindest Personal, ich brauche einen, der es finanziert. Also wo soll es herkommen? Das ist ja das Thema. Ja, um vielleicht auf alle genannten Aussagen von dieser Seite einzugehen. Ich stimme vollkommen zu. Also Luxemburg, ja, das ist ein sehr frisches Beispiel. Das ist vielleicht nicht so vergleichbar. Es gibt ja aber noch viel mehr Beispiele in anderen Ländern, in anderen Städten. Wenn ich nach Estland zum Beispiel schaue, nach Tallinn und da, wenn es um die Finanzierung geht, haben die einen relativ, ich finde, total simplen, fast schon stupiden Weg gefunden, der aber scheinbar sehr effektiv ist. Die haben die Parkgebühren in der Stadt einfach unglaublich angehoben. Man zahlt in Tallinn 6 Euro pro Stunde, wenn man da parken möchte. Und das wiederum geht dann in die Finanzierung vom ÖPNV rüber. Wieso könnten wir solche, in meinen Augen, relativ einfachen Modelle nicht auch in Deutschland umsetzen? Können wir.
Also, dann macht es doch. Aber, wir haben ja zum Beispiel in Deutschland haben wir ja auch die Idee der City Maut diskutiert. Das wäre zum Beispiel Oslo, Helsinki, genau. Die ganzen nordischen Staaten haben natürlich das Auto stärker besteuert und den Platz, den das Auto braucht, auch stärker bepreist als wir in Deutschland. Wir geben gerade hier in Berlin, kann das Auto fast flächendeckend völlig umsonst parken. So. Das ist das eine Thema. Aber wir müssen doch gucken, was ist die Attraktivität des ÖPNV? Der Preis war schon entscheidend, gar keine Frage. Aber es war die Einheitlichkeit. Es war zum ersten Mal, ich kann überall fahren. Das hat die Leute im Kopf plötzlich eine mögliche Freiheit, die sie vorher nicht hatten, gegeben. Das würde ja dann bedeuten, dass die Leute dann nicht fahren, weil sie das alles nicht checken, oder wie? Es ist so kompliziert. Wir haben nun seit 45 Jahren Untersuchungen, die sagen, warum fahre ich nicht ÖPNV? Weil ich es nicht verstehe. Weil ich es nicht verstehen kann. Schauen Sie sich doch mal die Preise an. Ich habe mir extra eine Bahncard gekauft, 100, weil ich dann nicht über etwas nachdenke. Die ist viel zu teuer, aber ich brauche endlich nicht mehr über etwas nachdenken. Und das ist beim Autofahren. Sie fahren autointuitiv, müssen über nichts nachdenken. Da sind die Gesetze genauso in Bayern wie in Baden-Württemberg. Da ist alles gleich. Ne? Und tempofreie Fahrt für freie Bürger. Nur beim ÖPNV ist jede Kommune mit eigenen Strukturen unterwegs und das kann kein Mensch durchschauen. Und deshalb fahren die Leute nicht. Ihr seid alle gerade einen Schritt auf Andreas zugegangen. Also lieber einfacher als günstiger, oder? Beides. Obwohl ich glaube, dass wir in der Preispolitik jetzt so eine Blaupause aus Luxemburg mit dem Maßstab nicht einfach auf Deutschland übertragen können. Ich bin der Meinung, dass ein Zugticket von Berlin nach München durchaus etwas kosten sollte. Ich bin aber der Meinung, dass der ÖPNV, also wirklich der Nahverkehr in den Städten, wäre es viel einfacher, ihn einfach kostenlos zu machen. Heike, was erwartest du denn von der Regierung? Also du hast jetzt viele Probleme aufgezählt und viele Gründe, weshalb du ziemlich überzeugt dastehst, weil du sagst, es ist einfach so für uns nicht umsetzbar und wir ersticken hier im Stress und wir kriegen das alles nicht hin. Ich glaube, man müsste, bevor man irgendwas in die Welt schmeißt, mal miteinander reden. Was könnt ihr leisten? Wo können wir starten? Wo gehen wir hin? Das geht los bei den Kapazitäten. Ich kann nicht einfach 100 Meter Bahnsteig hinten hinbauen, nur damit ich die Menschenmassen kriege. Ich habe reihenweise Menschen, die gehen mir nicht durch Unterführungen, weil sie rammelvoll sind, dank 9-Euro-Ticket. Was es aber nicht besser macht, weil genau diese Menschen rennen mir quer übers Gleis. Was lebensgefährlich sein kann, ganz ehrlich. Ich bin heilfroh, dass noch nichts passiert ist. Also, aber insgesamt haben wir schon noch Kapazitäten. Ne? Also es sollte man auch, man sollte jetzt nicht den Eindruck haben, dass wir übervoll sind. Wir haben kaum noch Kapazitäten. Wir haben auf den Strecken kaum Kapazitäten. Umso mehr, wie du ins Ländliche gehst, bin ich bei dir. Aber städtemäßig schwierig. Und ich sage, wenn man anfängt mit dem Thema, wir gestalten den ÖPNV neu, dann muss ich langsam anfangen. Weil es ist tatsächlich so, dass ich viele ländliche Gemeinden einfach abgeschnitten habe von dem Verkehr. Und da muss ich gucken, dass ich die erstmal mit einbinde. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich sicherlich auch andere Dinge machen. Aber ich glaube, wir müssen anfangen irgendwo erstmal. Keine 50 Jahre warten, da bin ich dabei. Nike, hier kamen jetzt Beschwerden über Beschwerden. Ich glaube, da bist du jetzt die beste Ansprechpartnerin. Was kann denn die ÖPNV-Branche selbst tun? Oder was erwartet ihr vielleicht auch als Politik von der ÖPNV-Branche, um diese Situation zu verbessern? Also ich glaube, die Leute im ÖPNV verdienen erstmal mega krasse Anerkennung für den Job, den sie da jeden Tag machen. Gerade jetzt mit der Zeit mit dem 9-Euro-Ticket. Aber man muss auch dazu sagen, ich glaube, man kann das nicht alles auf das 9-Euro-Ticket ziehen, weil es gibt ganz viele Gründe, warum viele Leute mit Bahn unterwegs sind. Die Corona-Pandemie, wir sind langsam wieder an einem Punkt, wo Leute mehr reisen, wieder mehr unterwegs sind. Das heißt, es sind doch wieder mehr Leute in den Bahnen unterwegs als noch in den letzten 2 Jahren. Und wenn ich mir die Schlagzeilen der letzten Jahre aus den Sommerferien angucke oder von Pfingsten, dann kriege ich aus jeder Zeitung Schlagzeilen über überfüllte Bahnen. Und das zeigt genau das, da sind wir uns ja auch einig, dass total verschlafen wurde, unser Verkehrssystem daraus auszurichten, dass Leute auch ohne Auto unterwegs sein wollen. Und ich glaube, da müssen wir jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen. Was bedeutet denn, damit man das mal verstehen kann, gemeinsam an einem Strang ziehen? Also was muss denn passieren? Finanzierung muss passieren. Wenn man sich jetzt aktuell die Finanzpolitik anguckt, ne, das ist, es gibt Leute,
die wollen kein weiteres Geld ausgeben, die möchten unbedingt die Schuldenbremse einhalten. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben Leute, die sagen, wir müssen jetzt investieren, um uns fit zu machen für die Zukunft, Thema Klimakrise, aber auch soziale Gerechtigkeit umzusetzen. Und das heißt halt beispielsweise für den Verkehrssektor jetzt mal in den ÖPNV zu investieren. Und da brauchen wir eigentlich von der Bundesregierung auch mal eine klare Zusage, Gelder in die Hand zu nehmen. Michael, ich würde jetzt mal sagen, dass du wahrscheinlich grundsätzlich auch nichts dagegen hättest, wenn jetzt der ÖPNV kostenlos wäre. Vom Ding her ist es ja erstmal etwas, was wir wahrscheinlich alle nett finden. Es muss nur irgendwie umsetzbar sein und realisierbar und finanzierbar. Finanzminister Christian Lindner hat ja auch schon vor kurzem ziemlich eindeutig den Stecker gezogen und gesagt, ihr braucht euch jetzt keine Illusion machen, dass das hier jetzt länger alles so kostengünstig bleibt, weil dafür haben wir eh gar keine Kohle. Also wir müssen ja auch in die Zukunft blicken. Es wird ja, die Armut in Deutschland wird ja gerade ein immer größeres Problem. Wenn eine Person, die sich bisher das Monatsticket zum Beispiel nicht leisten konnte, ist das dann einfach so? Solange das nicht besser geht, können die Leute dann halt nicht Bahn fahren. Ich habe 116,10 € jetzt bekommen vom Bund, weil ich die 3 Monatstickets meiner Tochter jetzt mit 47 € nochmal was bezahlen muss, sondern nur mit 9 €. Super Sache, endlich komme ich jetzt auch mal über die Runden. Ja? Also das war jetzt ironisch. Aber ich glaube, wir müssen doch das dann gezielt einsetzen und nicht mit der Gießkanne. Ah, das heißt, ganz kurz, das heißt, du hättest zum Beispiel, also du wolltest damit ja sagen, dass du diese 116 €, die du dadurch quasi gewonnen hast, dass du nicht die Person gewesen wärst, die davon jetzt betroffen wäre, die das braucht. Das heißt, du würdest auch sagen, du würdest darauf verzichten, auf das 9-Euro-Ticket. Ich habe so gemacht, wie alle anderen auch. Erstens konnte ich nicht darauf verzichten, weil das ja automatisch lief bei Abo-Kunden. Ja, musste gar nichts machen. Das hat super funktioniert. Lob an alle Verbünde. Ja, also ist nur 9 € abgebucht worden, hat tadellos funktioniert. Aber es ist doch immer so. Ja, wenn wir haben Sozialtickets für Freibäder. Ja, das ist auch nicht für jeden gleich günstig, sondern es gibt für Schüler und Studenten Extrapreise und. Nike, was sagst du dazu? Ist ja jetzt eigentlich erstmal ein guter Vorschlag von Michael zu sagen, er braucht das gar nicht. Er kann auch den vollen Preis bezahlen. Natürlich gibt es viele Leute, die können sich das leisten, ihre 60, 100, 150 Euro im Monat für ÖPNV zu bezahlen. Ganz klar. Aber man muss auch dazu sagen, an der Zapfsäule zahlen auch alle den gleichen Preis für den Sprit. Und wir sehen, dass ganz viele Leute jetzt zum ersten Mal mit dem 9-Euro-Ticket die Möglichkeit haben, mobil zu sein im ganzen Land. Viele Leute, die in Armut stecken. Und es ist ein einfaches Ticket. Es ist total durchschaubar, für alle der gleiche Preis. Wenn wir Sozialtickets, andere Tickets haben, wo erstmal eine Identitätsprüfung und so weiter stattfindet, das macht es alles wieder total bürokratisch und kompliziert. Ist es nicht auch eigentlich genau das, was ihr auch beide, vor allem ihr beide kritisiert, also eigentlich ihr alle kritisiert habt, zu sagen, das 9-Euro-Ticket lief gerade deswegen, weil es so unkompliziert war, wenn man jetzt mal diese Idee von dir durchspielen würde, einen möglichen Kompromiss ja auch, zu sagen, dass das Ticket nur für Menschen ist, die es zum Beispiel sich sonst nicht leisten könnten, dann würde es ja wieder bürokratischer werden. Dann wäre das zum Beispiel wie in Berlin, der Berlin-Pass für Menschen, die zum Beispiel Hartz IV beziehen, da müsstest du dann ewig den neu beantragen, da müsstest du den immer dabei haben, dann wäre auch für alle Menschen, für deine Klassenkameradinnen zum Beispiel sofort sichtbar, ah, okay, die Person kann sich das nicht leisten, dann geht wieder ein Stigma damit einher. Das wäre jetzt nicht wirklich die unkompliziertere Variante. Ja, wir haben ja, wenn ich das mal sagen kann, das ist ein Prinzip, ich möchte das nochmal ganz unterstreichen, dass wir in den jetzigen Untersuchungen sehen, dass sich gerade das Ticket in den unteren Einkommensklassen sehr stark verbreitet hat. Dort sind ganze Familienverbünde, die tatsächlich vorher auch inklusive der Sozialtickets mit 4, 5 Menschen im Haushalt das nicht gemacht haben. Und die sind auf Reise gegangen. Das ist eine neue Beweglichkeit, die wir so nicht erwartet hatten, die so natürlich die Züge voll macht, aber einen wunderbaren Effekt hat. Und das nochmal, ich bleib nochmal, die Einheitlichkeit, das muss gleich überall funktionieren. Das ist der ganz große Witz an diesem Ticket. Ob es jetzt 9 €, da kommen wir noch zu, oder 29 oder 69 ist, ist da die zweite Frage. Es muss aber attraktiv sein. Das Hochschulbeispiel zeigt es doch. Kleiner Widerspruch. Eben. Die Hochschule selber ist umsonst, aber BAföG bekommen nicht alle. Nee, aber nein, die es nicht nötig haben, also mein Sohn studiert jetzt, mein Mittlerer studiert jetzt auch, der braucht gar keinen Antrag stellen, ist auch völlig in Ordnung, ich kriege das noch hin. Aber
andere, die das eben nicht können, dafür gibt es dann BAföG. Und trotzdem sind alle auf der gleichen Schulbank oder im gleichen Hörsaal auf der Uni und man sieht ihnen nicht an, ob sie BAföG kriegen oder nicht. Also man kann das organisieren, das muss kein roter Pass sein, den ich dann vor mir hertragen muss, dass jeder sieht, ich bin Sozialticketfahrer, der andere, der neben mir sitzt, der fährt auf eigenem Geld, sondern das kann man doch regeln. Aber das ist eine Frage, wie das eben vor Ort geregelt wird. Frank, du hast die Augen gerollt. Ja, ich glaube, dass sehr viel von dem Charme des 9-Euro-Ticket verloren geht. Wenn ich jetzt sage, bis zur Einkommenskategorie so und so kann man einen Antrag stellen, um ein billiges Ticket, das verpufft. Was haltet ihr denn von der Idee? 9-Euro-Ticket nur für die Menschen, die es wirklich brauchen? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Andreas, was ist denn deine Alternative zum kostenlosen Nahverkehr? Wir schlagen vor 29 Euro, ergibt zufälligerweise im Jahr 365 Euro. Aber 29 pro Monat, jeder kann jeden Monat ein Ticket haben und wir schlagen aber vor, dass dieses 29-Euro-Ticket komplett auch für den Fernverkehr gilt. Und für die letzte Meile, nämlich für die Flatrate vom Haus zur ersten Haltestelle des ÖPNVs, sodass man endlich die Menschen auch im ländlichen Raum, dass wir alle abholen, da wo sie wirklich stehen und das einheitlich 29 Euro komplett Fernverkehr, Nahverkehr, U-Bahn, S-Bahn und die letzte Meile mit dem Taxi oder mit dem Mietwagen. Was sagt ihr dazu? 29 Euro im Monat, auch wenn das für wahrscheinlich alle Anwesenden hier jetzt nicht allzu viel, sich nach allzu viel anhört, ist eben aber für viele Menschen nicht finanzierbar. Ich selbst kenne Menschen, die am Ende des Monats immer wieder schauen müssen, wie sie irgendwie noch ein paar Spaghetti und Tomatensauce organisiert bekommen. Denen jetzt zu sagen, ja hey, es sind jetzt keine 9 Euro, 29 Euro, schaffst du schon, finde ich ein bisschen respektlos. Und deswegen kann ich mich dem 29-Euro-Vorschlag nicht anschließen. Aber ich würde hier auch den Verhandlungsweg einschlagen. Also es könnte ein erstes Angebot sein. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, erstes Verhandlungsangebot, finde ich, klingt genau richtig. Wir machen jetzt nämlich weiter mit der Kompromissrunde. Ich habe für euch einen Kompromissvorschlag. Wenn ihr den gut findet, könnt ihr einen Schritt auf mich zugehen. Wenn nicht, geht den Schritt zurück. Ansonsten bleibt ihr stehen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Können wir uns darauf einigen, dass wir auf jeden Fall eine Anschlussregelung brauchen, die einen langfristig günstigen ÖPNV ermöglicht? Ja. Okay. Mini-Schritt. Ihr beiden keinen Schritt. Warum? Ich hätte gerne einen Zusatz nur dazu. Der wäre? Wenn die Finanzierung klar ist. Mein Zusatz wäre, wenn klar ist, dass auch und vor allem für den Ausbau Mittel zur Verfügung stehen und nicht nur für die Subventionierung der Tickets. Okay, das heißt, ihr habt jetzt hier schon genug Input für eure Diskussion. Ich will den ÖPNV subventionieren und nicht die Tickets. Das überlasse ich euch jetzt. Ihr könnt euch jetzt auf euren Feldern zusammenschließen und ihr drei überlegt euch, was schlagt ihr der Seite jetzt nach all den Argumenten, die ihr gehört habt, vor und ihr genau nochmal so andersrum. Ihr habt ja jetzt einige Argumente gehört. Was sagt ihr jetzt? Was wäre denn eurer Meinung nach ein zukünftiges ÖPNV-Modell, auf das sich Gelb und Grün einigen könnten und womit ihr euch auch noch ganz gut anfreunden könntet? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Also, ich bin gespannt auf euren Kompromissvorschlag. Wir fangen mit Gelb an. Was habt ihr euch überlegt? Wir könnten uns vorstellen, eine Anschlussregelung für dieses 9-Euro-Ticket mit einer verbilligten Fahrkarte zu schaffen, auch mit der verbundübergreifenden Weise, wenn man auch zeitgleich in die Verbesserung des Angebots investiert. Klingt doch ganz gut, oder? Stimmt ihr zu? Würdet ihr einen Schritt auf das gelbe Feld zugehen, dann werdet ihr alle Kompromissfeld. Okay, alle nicken. Gut, was habt ihr euch überlegt? Also, wir haben uns überlegt, dass wir dort, wo es ÖPNV gibt, in den Großstädten, dass wir den gerne kostenlos machen würden, damit wir dort die Autos aus den Städten rausbekommen, ein bisschen mehr Lebensraum für die Menschen haben und dass wir ein deutschlandweit gültiges ÖPNV-Ticket zusätzlich anbieten möchten und das für 29 Euro im Monat. Ab sofort dann quasi, also ab September. Als Anschluss. Ab September kostenlos. Okay. In den Ballungsräumen. Mhm. Was sagt ihr dazu? Den Vorschlag halte ich jetzt persönlich für überdenkenswert. Ich würde dann vorschlagen, ohne dass wir in der Gruppe das abgestimmt haben, dann könnten wir ja vielleicht sagen, ganz einfach, wir setzen einfach das, was wir jetzt hatten, mit 9 Euro insgesamt durch. Wir verlängern einfach das Angebot, was wir jetzt hatten. Nee. Da fehlt eben
plus der Ausbau. Das fehlt eben bei dem Vorschlag komplett, dass wir ja auch das Angebot ausweiten wollen. Das und nicht nur den Status quo verbinden. Also bei dem 9-Euro-Ticket bin ich nicht weiter mit dabei, ganz deutlich. Ich kann mit dem, was wir als Kompromiss darstellen, wunderbar leben, weil ich sage, damit ist die jetzige Finanzierung geklärt und ihr habt die Möglichkeit, Aus- und Neubauten, um Weiterentwicklung zu betreiben, was das Thema angeht, wäre ebenfalls geklärt. Und das würden nicht 9 Euro sein, da bin ich auch ganz ehrlich. Ich glaube, es wäre mehr. Wobei, ich würde mich da auf keine Zahl festlegen, muss ich ehrlich sagen. Frank? Ja, ich wollte nur noch mal Luxemburg ins Spiel bringen. Die große Frage ist ja, wie finanziere ich das? Wie finanziere ich die Investitionen in die Bahn, in den Bus und so weiter? Und wenn ich keine Steuererhöhung will, muss ich ja dann die Mittel, die ich für den Straßenbau vorgesehen habe, umverteilen und sie dem ÖV geben. Ihr seid ein bisschen kleiner wie Deutschland. Das muss könnten man wir aber auch, könnten wir aber auch machen. Selbstverständlich können wir das machen. Das ist so momentan nicht hinzukriegen. Ja, aber das ist doch eine Frage der politischen Frage. Ja, Moment. Ne? Ich glaube, durch das Kleinersein wie Deutschland kriegt ihr es einfacher hin, das Ganze finanzierungstechnisch zu sehen. Und ein sehr, sehr, sehr reiches Land, muss man fairerweise auch noch mal dazu sagen. Das kommt dazu. Okay, aber könnt ihr dann zum Abschluss, weil auf den Kompromissvorschlag der anderen Seite konnte, da seid ihr auf jeden Fall einen Schritt auf sie zugegangen. Könnt ihr denn den Einwand vom gelben Feld verstehen, dass sie grundsätzlich wahrscheinlich kein Problem damit hätten mit eurem Vorschlag, dass sie aber gerade einfach nicht wissen, wie das finanziert werden soll und das einfach sich gerade nicht richtig anfühlt? Also eigentlich brauchen wir einen Deal, dass gleichwertig Geld, was in die Subventionierung von Tickets fließt oder weiter fließen würde, auch in den Ausbau, gute Arbeitsbedingungen und eine bessere Taktung im ÖPNV fließt. Und das müsste eigentlich unser gemeinsamer Kompromiss sein. Könnt ihr euch alle darauf einigen? Ja. Da können die wunderbar mitgehen. Wow. Nur den Preis noch. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist, dass so viele sich so nahe standen, gerade bei dem Thema. Das finde ich sehr schön. Der Kompromiss, den wir gefunden haben, ist ein riesengroßer Kuchen. Und wenn wir den hinkriegen, wäre der fantastisch. Wir sind richtig tief in die Themen des ÖPNV reingegangen. Und wir haben gemerkt, und da waren wir uns alle einig, es ist viel zu wenig investiert worden in den ÖPNV. Die Leute wie ihr, die bei der Bahn arbeiten, die machen einen richtig krassen Job. Und deswegen braucht es ein besseres Angebot. Und das fand ich total spannend zu sehen, dass wir da alle eigentlich einer Meinung waren, dass es einen besseren ÖPNV braucht. Also ich bin ja schon etwas älter und habe auch schon sehr oft was gemacht. Ich kann vielleicht jetzt bekennen, dass ich schon 1980 eine Nulltarifkampagne hier in Berlin geleitet habe. Jetzt kann man es ja sagen. Das ist meine größte Überraschung. Und die hat uns aber damals nicht weitergebracht. Und insofern kennen wir alle Argumente und wir haben immer noch nicht den richtigen Dreh. Aber ich finde, das 9 Euro hat schon gezeigt und der Kompromiss, den wir auch gefunden haben, zeigt schon, in welche Richtung es gehen muss. Es muss einfach attraktiv werden. Ob wir jetzt bei Nulltarif oder 9 Euro bleiben, das ist, glaube ich, dann eher der zweite Schritt. Ich glaube auch, die Argumente waren, also keins davon war irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Es war wirklich eine voranbringende Diskussion, die wir geführt haben. Natürlich am Ende, was die Finanzierung angeht, da hatten wir dann verschiedene Meinungen. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Ich finde es total toll, dass wir jetzt mal wirklich aktiver über ein so wichtiges und relevantes Thema für die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte sprechen. Vielen, vielen Dank für die Diskussion. Ich glaube, das Wichtigste ist eben genau das, dass dieses Thema jetzt nicht verpufft und dass wir an dieser Stelle hier weiter darüber diskutieren. Deswegen vielen Dank und schön, dass ihr euch alle so nah einander genährt habt. Ich finde, die Diskussion hat gezeigt, dass wir diese Euphorie und Aufmerksamkeit, die gerade für dieses Thema da ist, auf jeden Fall beibehalten und nutzen müssen, dass da jetzt irgendwie angeknüpft werden muss und wir gemeinsam eine Lösung finden müssen, die eben für die BürgerInnen gut ist, aber natürlich für die ÖPNV-Branche auch umsetzbar. Ihr könnt ja diese Diskussion gerne in den Kommentaren weiterführen und längerfristig auf diesem Kanal, den ihr gerne hier abonnieren könnt, wenn euch die Folge gut gefallen hat. Hier oben findet ihr eine weitere Folge 13 Fragen und hier unten ein weiteres Video zum Thema.